FM 4. Mitternachtseinlage. Projekt X. Ladies and gentlemen, we proudly present Projekt X, the heterodyne high quality sound recreation explosion. For your personal diffusion process. Psychological power pressing mission assassination. Dave May from Iron Maiden, you're listening to a Hypo Connexor Voltavar. I think that's close enough for jazz, don't you? Yes, it's close enough for jazz. Whatever you mean, Mr. Möhre. Der Herr Möhre von der Gruppe Iron Maiden hat uns ein bisschen jetzt angesagt. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen beim Projekt X im Namen der drei Hauptprojektleiter Hypo. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie wieder mal dran sind, dran am Radiogerät, dass Ihnen jetzt gerade im Zimmer die Schallenwellen in den Gehörgang hineinschleift. Ich werde mich heute bemühen, weil mir vorgeworfen wurde, und deshalb bin ich in letzter Zeit auch nicht mehr so oft, also persönlich und stimmlich zu Gast im Projekt X, dass ich mich so altmodisch ausdrücke. Deshalb werde ich jetzt auch ein bisschen cooler talken. Ich habe mich sehr bemüht, auch ein bisschen einfach lässiger zu sein und ein bisschen schneller auch. Sie merken es vielleicht, dass ich echt einen Groovy drauf habe und Ihnen ein bisschen was um die Ohren fetzen. Meine Damen und Herren, es ist Sommer, es ist oft sehr heiß und man schwitzt auch dementsprechend nicht. Sie wissen ja, ich habe es oft schon erzählt, warum man eigentlich schwitzt. Nämlich damit die das Wasser, das aus den Poren rauskommt, cool ist für die Haut, nicht? Dadurch fühlt man sich nicht so heiß, obwohl viele Menschen ja sehr gerne heiß sein wollen. Zum Beispiel im Swingerclub sagt man, ich bin heiß auf dich, und dann ja fragt man halt den Kollegen, ob man kurz oder die Kollegin, je nachdem wie man will, ob man eindringen darf, hinein in das Geschlecht oder auch etwaige andere Körperöffnungen. Passen Sie bitte bei Ihren Swingerclub-Besuchen besonders auf Geschlechtskrankheiten. Fragen Sie die Menschen, ob sie über eine Geschlechtskrankheit verfügen. Es gibt auch sehr alte, recht schöne Syphilis zum Beispiel. An Syphilis ist mein alter Freund Franz Schubert gestorben zum Beispiel. Er hat es bekommen, indem er Prostituierte sehr gerne aufgesucht hat und auch bei ihnen dann sein Glied eingeführt hat, und durch den Kontakt wurde die Krankheit übertragen, die dann auch zum Tod führen kann. Heute gibt es medizinisch viele Mittel, den Tod zu verhindern, aber trotzdem kann man Ausschläge bekommen und die jucken dann am Beil. Meine Damen und Herren, ich freue mich besonders, dass wir diese Sommersendung heute haben im Projekt X, denn wir werden uns auch ein bisschen mit sommerlichen Themen auseinandersetzen, nämlich der Sonne selber, die ja im Sommer immer da ist, wenn der Tag ist. Und in der Nacht ist sie übrigens immer drüben auf der anderen Seite, wo die Chinesen sind oder zum Beispiel auch die Australier, aber auch zum Beispiel in der Karibik, nicht? Und drum fliegen ja viele Leute in der Nacht in die Karibik, damit sie dann in der Sonne sitzen können und kommen dann wieder am Tag zurück zum Gletscherskifahren. Und die Möglichkeiten sind ja durch die Erfindungen immer besser. Also man kann ja immer besser, meine Damen und Herren, also Sachen machen zum Beispiel. Also auch trendy, nicht? Wenn Sie wollen, können Sie zum Beispiel auch fliegen mit einem Schiff, ja? Oder sich auch unter einem Fallschirm in den See rein Gletscherbounding machen. Also Sie Paragliding, Sie. Und
Ich kenne mich nicht so aus, merken Sie, aber es gibt Menschen, die sich auskennen und ich habe einen solchen heute eingeladen. Ich möchte ihn auch sehr gerne vorstellen. Er ist ein sehr, sehr bekannter und erfolgreicher Reiseveranstalter. Er arbeitet in dieser Firma und ist eine Dame. Und ich will ihn sehr, sehr herzlich begrüßen, diese Dame. Es ist die Frau Ingenieur Helga Strohmeier. Grüß Gott, Frau Strohmeier. Grüß Gott. Ja, Frau Strohmeier, Sie sind, glaube ich, sogar Mitbesitzerin des Reisebüros Schöner Weg. Ist das richtig, anteilsmäßig? Ja, das ist richtig, ja. Und wir wollen uns ja heute ein bisschen auch über Urlaubsmöglichkeiten und Urlaube unterhalten. Aber sehr eigentlich gerne. Das Thema, das wir uns vorgenommen haben, und das aus gutem Grund, wir haben einen Herrn hier, der uns das noch genau erklären wird, ich werde ihn gleich vorstellen, ist Urlaub machen überhaupt noch zeitgemäß und modern, contemporary? Nicht dieser Frage werden wir uns stellen, Frau Ingenieur Helga Strohmeier. Nicht diese Frage werden wir uns stellen? Diese Frage werden wir uns stellen und Sie stellen. Sie haben gesagt, dieser Frage werden wir uns stellen. Ja. Das ist grammatikalisch eigentlich fast falsch, theoretisch. Herr Hurey, ich werde Sie gleich vorstellen. Manfred Hurey. Hurey. Ja, man schreibt sie mit H-U-R-E-I. Man spricht es Hure aus. Ach, man spricht es Hure aus. Herr Hure, Sie sind ein ehemaliger Urlauber. Sie waren einmal auf Urlaub und aus dem Grund haben wir Sie eingeladen. Aber Sie waren nicht unbedingt begeistert und sind ein großer Urlaubskritiker, obwohl Sie heuer ja doch auf Urlaub fahren und nicht. Und diese beiden Menschen werden wir miteinander beinhart konfrontieren. Und ich glaube, das wird ganz schön sexy. Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht ganz kurz, wenn Sie sich einmal vorstellen, Frau Ingenieur Helga Strohmeier, Sie sind Mitbesitzer vom Reisebüro Schöner Weg. Mhm. Was bietet das Reisebüro so an? Ja, also wir haben für die Klienten, die zu uns direkt ins Büro kommen, bieten wir Saft an. Gerade jetzt im Sommer haben wir einen Sommermix-Cocktail. Ja, welche Sorten gibt's da? Die gibt's in Orange bis Rot, je nachdem, wie viel Orangensaft man reingibt. Es gibt das Antialkohol. Ja, aber wenn Sie extrem viel Orangensaft reingeben, wird es auch nicht roter werden, deswegen. Na, also da gibt's, kann man vorher einen Dicksaft reingeben, dann kann man mit Orangensaft. Also, und wer will auch, mit ein bisschen ein Schuss Alkohol. Aber es ist viel Chemie dabei, auch beim Dicksaft. Wenn Sie die Frau Ingenieur noch kurz aussprechen lassen, Sie kommen gleich dran. Aber wir haben schöne Sessel, wo man auch sich hinsetzen kann und Platz nehmen kann, und wenn man ein bisschen warten muss, bis der persönliche Service beginnt, dann wird man so bedient, dann liegen sehr viele Hefte herum, also die Leute können sich schon, bevor das Gespräch mit mir beginnt, ein Gusto holen. Mit Bilder drinnen von den Urlaubsorten. Da ist ein Karibik-Prospekt liegt zum Beispiel da, und ein Kreuzschiff-Prospekt, und die kann man beide ohne Bezahlung sich anschauen. Aber geht das Kreuzschiff nicht unter? Ich meine, normalerweise müssen Schiffe ja eher so die Form haben von einem Blatt, fast ähnlich. Also, ja, also das ist ein Highlight. Das ist auch gar nicht mehr buchbar. Das ist ein ganz großes Highlight. 2003 sind Kreuzschifffahrten, weil eben es nur ganz wenige Kreuzschiffe gibt, weil sie sich kaum fortbewegen können. Also da kann man in der Lobau starten und dann gibt es eine wunderschöne zweiwöchige Reise, und man bleibt aber während der ganzen Zeit also in Lobau-Nähe und kommt diese Saison ganz, ganz hervorragend an. Aha, sehr schön. Sie schauen extrem gut aus. Aua! Sie sind aber total schmatt. Sehr gut. Wie geht's Was Ihnen? Ist denn? Was? Ich habe ein Lobau gemacht. Der Herr Hure ist also wirklich auch ein lustiger. Ich habe gar nicht gleich verstanden, was er gemeint hat. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, wegen dem Prospekt, ein Kollege von mir hat das auch gehabt einmal, der war auch Prospekt und hat sich diesen berühmten Rennfahrer auf den Oberarm tätowiert gehabt. Und ja, das war eigentlich recht attraktiv, muss ich sagen. Ich möchte jetzt auch zum Herrn Hurey kommen. Da möchte ich sagen, der kann leicht zahlen. Ne? Der hat ja so viel verdient bei den Formel-1-Rennern, wenn der Prost backt. Ja, das ist dann immer am besten. Herr Hurey, Sie sind vom Beruf was? Ich
bin vom Beruf. Kreuzfahrer wahrscheinlich, nicht? Nein, ich bin Zitronenfahrer fast, ne? Also ich stehe mir auf Saures, was? Nein, ich bin Lehrer. Sie sind Lehrer? Ach so, Sie schauen gar nicht so... Naja, aber wir haben da sicher ein Herzl und ein Leber drinnen, ne? Naja, Lehrer als wer, Herr Hummerei. Na, mehr Mistkübel aus Lehrer, war das der Scherz eigentlich, ja. Ne? Nein, zurück zum Ernst des Lebens, Herr Hure, Sie arbeiten als Sie Lehrer. Sie heißen Ernst? Ja, Ernst ist jetzt 10 Jahre alt. Ja, meine Herrschaften, ein bisschen Gesprächsdisziplin, wenn ich bitten darf, Herr Hure, Sie sind Lehrer in welcher Schule? Im Kollegium Kalksburg. Aha, draußen wunderschön, ein Elite-Gymnasium seit mehr als 130 Jahren schon. Herr Hure, was unterrichten Sie dort? Ich unterrichte dort Latein und Geografie. Latein und Geografie. Und was für Einladungen wird in Latein unter diesem Motto, was wird da besprochen, wenn ich fragen darf? Werden da auch Events, gibt's da, werden auch Events diskutiert? In der Unterstufe fangen wir mal an mit Geburtstagseinladungen und Abkürzungen wie UAWG. Das wollte ich immer schon wissen, was heißt das eigentlich? Und Anton wird kommen. Aha, das ist also dann auch wichtig, dass man einen Anton einlädt, nicht? Richtig. Dann machen wir auch noch Erstkommunionseinladungen. Sehr schön, ja. Mit Blumen unten dran und Zierleiste. Ja, das ist aber selbst gemalt, soweit ich weiß. Richtig, und dann ab der 5. Klasse bekommen die Kinder dann Pinocchio-Stempel. Da können sie Pinocchio drauf tun und selber ausmalen mit Buntstiften. Hat der Pinocchio auf den Stempeln eine lange Nase, weil er gerade gelogen hat, oder? Na, das wird sich ja sonst nicht ausgehen, weil der Stempel ist ja vom Durchmesser kreisrund. Aha. Und da würde ja die Nase herausstehen sonst nicht. Verstehe, ja. Wir haben früher immer gemeinsam mit der Familie, also da war ich, was weiß ich, war ich noch jünger, 45 oder 50, da haben wir immer Kartoffelstempeln gemacht, nicht? Ja, wissen Sie, wie das geht? Das ja, aber so eine Kartoffel ist ja nicht besonders hübsch, also wofür sagt man sich eine Kartoffel, wo drauf stempeln? Ja, na, einfach weil er von der Form ganz lustig ist. Es gibt ja auch sehr lustige Kartoffelformen, zum Beispiel die helle Siglinde oder die grüne Gurkensalatkartoffel. Wenn oder Sie die dumme kennen. Gans. Oder auch die dumme Gans oder der blöde Ochskartoffel. Und kriegen die dann wirklich ein Arbeitslosengeld, wann die stempeln? Die Kartoffeln? Ja. Es ist die Frage, das erste Jahr schon, aber es wird ja natürlich auch nicht leichter, wie Sie wissen. Aber zurück zu... Hat eigentlich der Prost auch Kartoffeln an, weil er Rennfahrer ist, braucht er auch bestimmte Schuhe an, ganz eigene. Das weiß ich nicht. So Kartoffler? Ja, nein, das weiß ich jetzt nicht, aber an und für sich wäre es natürlich gerade beim Autofahren, wären Kartoffeln oder Kartoffler ganz gut, nicht? Herr Hure, als Latein- und Geographielehrer sind Sie ja sehr ausgelastet, aber der Vorteil beim Lehrerberuf ist natürlich, man hat lange Ferien. Das ist nicht? Richtig. Wie lang waren Ihre langsten Ferien? Ja, also wenn ich es so sehe, von meiner eigenen Matura weg bis zum Abschluss des Studiums waren eigentlich Ferien, weil da habe ich nicht arbeiten müssen. Aha, aber ja. Aber das kann man natürlich nicht sagen. Sie haben keinen Nebenjob gehabt beim Studium. Nein, nicht, weil ich habe keine Zeit gehabt und das war damals eine schwere Zeit auch. Ja? Und Wie schwer war die damals? Locker 17 Kilo. Mhm. Und ich habe jeden Tag was anderes, acht Stunden auf der Uni sein müssen und zu Hause aufräumen. Aber glauben Sie nicht, dass durch diesen Schlankheitswahn auch die Zeit in der Wahrnehmung der Menschen vielleicht anders gewogen und gewichtet wird als früher und dass sie eigentlich genauso blad ist wie früher? Ja. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Schon. Frau Ingenieur, ja? Ja, also ich glaube, früher hat man mehr so mit so ganz normalen Wagen gewogen, wo dann der Zeiger war. Und jetzt sind mehr die Wagen mit die Zahlen. Mit digital. Digital heißen die. Das ist sicher auch. Und das ist ja automatisch schon eher eine Waage für Schwergewichte, die Digitalwagen. Ja. Ne? Ja. Für Schwergewichte, die nirgendwo raufkommen. Die
Digitalwagen. Ja, ja, lustig ist es hier. Ja. Und so ein Digitalwagen ist ja ein Auto, mit dem man kaum auf den Berg raufkommt, sondern eher in den unteren Gefilden herumfährt. Ja. Ja. Digitalwagen, nicht? Meine Damen und Herren, wir sprechen heute über das Thema, ist der Urlaub als solcher überhaupt noch zeitgemäß und lässig und sollte man ihn noch machen? Wir haben zu Gast den Manfred Hurey. Herr Hurey. Selber. Guten Abend. Und die Frau Ingenieur Strohmeier vom Reisebüro Schöner Weg. Mhm. Herr Hurey, Sie haben einmal Urlaub gemacht, schon vor einem Jahr. Sie waren in Griechenland, glaube ich. Ist das richtig? Ja, aber da bin ich aber aufrecht auch gegangen. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Sie werden uns von diesem Urlaub erzählen. Es ist Ihnen da leider sehr schlecht gegangen. Ja, also. Sie haben aber allgemein auch immer recht viel Pech im Leben, haben Sie mir gesagt. Ja, ja, Pech, es ist halt oft viel zu tun und es kommt immer viel zusammen. Ja, gerade als Lehrer auch ja. Nicht. Die Kinder sind schlimm und dann legt man mal eine so auf, dann so wird man geklagt dann, ja. Gleich. Ja. Die Eltern sind dann auch sehr unverständnislos. Ja. Und wir werden über all das reden. Vorher wollen wir man jetzt... Man verdient ja auch nicht gut als Lehrer. Ja, wie viel verdienen Sie? 200 Schilling. Sie verdienen eben noch Schilling. Das ist ja das Hauptproblem bei den Lehrern. Und gerade mit 200 Schilling sind ja heute gar nichts mehr wert, weil man sie ja gar nicht mehr umwechseln kann in den derzeitigen Kurs in Österreich und in vielen anderen europäischen Staaten, nämlich den Euro. Der Euro als Währung. Und ich stelle auch gleich jetzt die provokante Frage, ist der Euro nicht vielleicht ein Teuro? Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier und sitzen zusammen mit der Frau Ingenieur Helga Strohmeier vom Reiseinstitut Schöner Weg, Reisebüro kann man eigentlich sagen. Mhm. Und ja, auch, das ist so von veraltet ein bisschen. Und ist das wie eine Reiseapotheke? Na, also das ist schon mehr ein Büro. Aber kann man es mitnehmen unterwegs, das Reisebüro? Naja, in modernen Zeiten. In Online-Büro. Aber ja. nicht das Reisebüro Schöner Weg. Da sagen wir sind doch nicht so. Wo modern. Sind Sie ansässig? Kann man das sagen? Eigentlich direkt am Gesäß. Also wenn sozusagen beim Sitzen der Popo mit der Sesselsitzfläche zusammenkommt, dann bin ich direkt auf dem Sessel ansässig. Verstehe. Auf der anderen Seite sprechen wir mit dem Herrn Manfred Hurey. 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 Woher kommt... Wie bitte? Woher kommt dieser Name? Also welchen Ursprung hat der etymologisch gesehen? Meine Eltern haben schon so geheißen. Wie haben die geheißen? Papa Hurey und Sau Hurey. Und ihre Geschwister? Dreck? Voll? Und auch Saul. Nach der Mama. Ja. Ja, und dann haben wir noch eine Oma gehabt. Auch Hurey heißt mit Nachnamen, aber zu dem immer nur Alte gesagt, vom Vornamen. Und der Opa, der war angeheiratet, der hat mit dem Namen Beidl geheißen. Erst nach der Hochzeit. Hurey. Frau Ingenieur, wie ist das bei Ihnen? Mit den Geschwistern und den Namen? Meine Geschwister heißen Susi und Peter. Strohmeier, ja. Strohmeier. Und Sie heißen ja Helga, nicht? Mhm. Herr Hurey, Sie haben letztes Jahr einen Urlaub verbracht in Griechenland. Und Sie haben gesagt, Sie haben einiges Geld dafür ausgegeben und Sie waren aber nicht zufrieden. Noch dazu haben Sie den Urlaub beim Reisebüro von der Frau Ingenieur Strohmeier gebucht, Schöner Weg. Können Sie ganz kurz etwas über diesen Urlaub erzählen? Naja, also ich bin hingekommen, weil ich mir gedacht habe, das Büro heißt Schöner Weg
Und das Ding ist, erstens mal, damit hat es angefangen, ich bin hingegangen, habe die Reise gebucht und wie ich weggegangen bin, habe ich überhaupt nicht besser ausgeschaut. Das war aber Ihr Ziel eigentlich. Ja, deswegen bin ich jetzt so schöner weg gegangen, weil ich schöner weggehen wollte, als ich hinkommen bin. Aha. Und die haben, also die haben nicht viel gemacht, die haben mir nur die Hand kurz gegeben und Flugtickets gegeben. Ja. Aber frisurmäßig oder Make-up-mäßig ist da überhaupt nichts passiert. Ja. Sie haben, Sie tragen an und für sich ein Toupet, Sie gehen da sehr offen damit um. Ja. Sie haben an und für sich keine Haare mehr. Naja, schon. Also ein bisschen. Also auf der Seite und hinten habe ich ein paar. Aber oben tragen Sie ein Toupet? Naja, das ist ein Teil-Toupet. Also ich habe schon noch Haare, aber ich habe halt sehr große geheimere Zecken. Ja. Sie haben sich allerdings für ein Toupet entschieden, das eine leicht andere Farbe hat als Ihre echten Haare. Dadurch fällt es ein bisschen auf. Ja, ich wollte mit ehrlich umgehen, weil es war sehr teuer und ich denke mal, warum sollte ich mir ein teures Toupet kaufen, wenn es dann keiner merkt? Was ist sehr teures Toupet von Prada? Aha, ja. Die ist eigentlich eine Schlapfenfirma. Also sie stellen so Schlapfen her, nicht? Ja, aber es ist eine Designermarke, eine italienische natürlich auch. Mhm, Und ich habe von Natur aus braune Haare und das Toupet habe ich mir einen Wasserstoffblond bestellt. Ja, und dadurch fällt es den Menschen natürlich ein wenig auf. Es sind auch ihre Haare sehr glatt und die Toupet-Haare sind ja so ganz kleine Wuckerl, nicht? Schaut etwas eigenwillig aus, aber dadurch ist es natürlich auch was Besonderes Sie sagen, Sie als Lehrer haben ja nicht so jetzt ästhetische Vorschriften in der Schule, wie Sie jetzt auszusehen haben. Im Kollegium Karlsburg kann man ja durchaus auch originell ausschauen. Können Sie uns beschreiben, was ist in diesen 4 Wochen passiert, was Ihnen ein bisschen sauer aufgestoßen ist im Urlaub in Griechenland? Wo waren Sie denn genau? Ja, also ich war an der Ostküste. Von Griechenland? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, Griechenland, Herr Ja, Ruhe. ja, richtig, Griechenland. Ja. Und das Ding ist, also erstmal, ich bin dort hingefahren mit meiner Frau. Ja. Mit Drex. Und wir sind dann geflogen nach Athen. Also zuerst haben wir mal, hat der Flieger 4 Stunden Verspätung gehabt und das Essen war auch nicht so. Im Flieger, was hat's da gegeben? Indianersalat mit Kretzenknödel. Aha. Frau Ingenieur, Sie haben natürlich viele Erfahrungen, Sie haben viele Partner auch im Luftverkehr. Können Sie was dazu sagen, was die Qualität der kulinarischen Versorgung am Luftweg betrifft? Da hat es ja, glaube ich, einen starken Abfall gegeben. Die Fluglinien müssen sparen. Es sind auch einige Fluglinien eingegangen. Und wie erklären Sie das? Können Sie das ganz kurz kommentieren? Ja, das kann ich ganz einfach erklären. Wenn die Fluglinien eingehen, dann wird natürlich alles ein bisschen enger und unbequemer. Dann hat man einfach weniger Platz und auf die Verköstigung, auf die kulinarischen Sachen haben wir natürlich vom Reisebüro aus keinen Einfluss. Ja. Also wenn es ein Menü gibt, das dann den Herrschaften nicht schmeckt, dann ist das natürlich sehr schade, aber das kann man nicht bitte sehr schon im Reisebüro bestellen. Ich hätte gerne Würstel mit Saft oder was auch immer. Sondern da gibt's halt ein und das. Ich rede jetzt nicht vom Reisebüro, ich bin extra vorgegangen zum Piloten, habe höflich gebeten. Also ist ja nicht so, dass ich gleich unhöflich gewesen wäre. Aber liegt es daran, dass die Geräte, die der Pilot im Cockpit hat, nicht unbedingt auch dazu geeignet sind, dass er gut damit kocht? Also Sie haben erzählt, dass der Pilot vorne die Eierspeise gemacht hat, aber dass die Eier gar nicht voll durch waren. Liegt das daran, dass das vielleicht Geräte sind, die zwar technisch sehr kompliziert sind, aber deswegen noch lange kein Hightech-Ofen, nicht?
Ja, ich natürlich, ich meine, wenn man auf Fisch steht, dann ist man froh, wenn man so einen Hightech-Ofen hat, um diesen Raubfisch auch gar machen zu können. Aber also im Normalfall gibt's halt bei den Flügen nach Griechenland, das sind dann eher die Überseeflüge, wo solche Spezialitäten angeboten werden. Sonst muss man auch sagen, der Kapitän muss sich auch um die Mannschaft kümmern, aha, um die Jungs im Maschinenraum, da müssen Kohlen geschiebt werden. Also der kann jetzt nicht nur sich aufs Kochen konzentrieren, sondern muss natürlich auch schauen, dass das Flugzeug genug Kraft und die Sachen auch bekommt, hat, die es braucht, ja? Ja, dass die Flügel alle korrekt sind und ja, muss immer wieder Kontrollgänge machen. Ja, wohin geht er da immer? Naja, zum Beispiel in den Maschinenraum eben, oder fragt nach, bei den moderneren Fluggeräten wird das dann schon über eine Mikrofonleitung gemacht, wo der dann reinspringt, Achtung, Achtung, hier spricht der Captain, sind alle brav im Maschinenraum, und kontrolliert das so. Und ist natürlich aber schon auf die Ehrlichkeit seiner Mitarbeiter, genau, in diesem Fall angewiesen. Eine Vertrauensbasis, die nicht mehr von allen Fluglinienmitarbeitern erfüllt wird, vor allem von den eingegangenen Fluglinien. Und das ist auch eine Kritik vom Herrn Hurey. Sie sind da mitgeflogen und haben auch beobachtet, wie sich die Mitarbeiter der Fluglinie verhalten und haben auch bemerkt, dass die ganz schön, wie soll ich sagen, dass die Reinlichkeit auch zu wünschen übrig lässt. Sie waren, glaube ich, Lulu und da war das gar nicht runtergelassen. Das große Geschäft, das ihr vor ihnen derjenige gemacht hat, und das war ja, glaube ich, ein Maschinenraumschipper. Ja, also der, noch schlimmer sogar, also wie ich aufs Klo gehen wollte, war der Maschinenraumschipper noch am Klo selber. Der ist mitsamt seinem AA noch auf der Muschel gesessen. Und ja, es war fast unmöglich, erstens einmal da reinzutreffen, ohne sich selber anzupatzen, weil ja, der natürlich den Weg verstellt hat. Ja. Obendrein war der Mann nicht, also es ist eine private Sache, was für ein Theodor Rauer verwendet. Mir gefällt die Geschmacksrichtung Limone nicht sehr gut. Jedenfalls ja, war das sehr störend, wie ich dort haben müssen und Lulu, und er dort im Weg gesessen ist. An sich finde ich es wiederum eine schöne Aufmerksamkeit, wenn man bei einem Flug in den Süden so eine nette Erinnerung hat, wie dass dort eine Muschel am Klo liegt und sich die Leute bemühen, auf eine kleine Muschel zu koten. Ja, aber dass der Maschinenraumarbeiter auf der kleinen Muschel sitzt, dann kann er nicht in die Muschel hineinkoten, wenn der Arbeiter drauf sitzt. Ja. Und wenn Sie dem Personal ein falsches Verhalten vorwerfen, dann darf man schon, es ist halt schwierig, alles zu halten, und da kann dann schon einmal ein Fehler passieren und dann verhält man sich eben. Ich glaube, wir sind alle Menschen, es können Fehler passieren, gerade in der stressigen Reisezeit, da müssen wir auch nicht vergessen, wenn man dann ankommt, muss das Flugpersonal sofort in die Felder und in der nassen Wiese die Reispflanzen ernten. Ja. Das ist alles nicht so einfach, diese Doppelbelastung. Herr Hure, Sie werden jetzt der Frau Ingenieur aber wahrscheinlich die für Sie schwierigste Geschichte erzählen, die sich in dem Urlaub zugetragen hatten. Das war, wie Sie angekommen sind und die Unterkunft gesehen haben. Ja. Da haben Sie mir gesagt, da sind Ihnen die Grausbinnen aufgestiegen. Ja. Das war wirklich, Sie sagen... anstrengend einfach. Also das ist dann einfach, wo einem wirklich die Lust vergeht. Und dann ich bin eher ein geduldiger Mensch und denke mir, ja, ich lasse mir viel gefallen. Es war schon die Reise wirklich sehr beschwerlich. Also, ja, wie gesagt, wir haben lang warten müssen. Das Essen war nicht so, wie es sein hätte können an Bord. Die Toilette, wie gesagt, auch nicht. Dann kommen wir am Flughafen halt an und die Leute haben, aber, ich das Gefühl gehabt, dass die mich auch nicht gut verstehen und nicht. Aber gut, wenn Sie, darf ich nur kurz, wenn Sie zum Beispiel, das ist gerade so eine schöne griechische Tradition, wenn Sie sagen, das Essen an Bord war nicht so gut, wenn eben der Hausherr, der Mann des Hauses, der Majordomus, kommt und trägt auf seinem großen griechischen Schnurrbart sozusagen ein kleines Amüsgöl auf, also einen kleinen Brotzeit, dann ist das doch, da muss man auch ein bisschen Toleranz haben mit den Mitarbeitern. Aber es ist trotzdem, glaube ich, schon eine Sache, die in unserer österreichischen Kultur nicht so drinnen ist, dass der Reisegast vom griechischen Gastgeber das Essen vom Bart leckt, nicht? Das ist, glaube ich, ganz einfach eine Sitte, mit der sich der Mitteleuropäer
oder der Zentraleuropäer, der wir ja sind als Österreicher, ein bisschen schwer tut. Die Sitte ist aus Griechenland, deswegen kann der Professor so gut Griechisch, nicht? Ja, Ihr Kollege, genau. Ja, genau, richtig, das habe ich gar nicht gewusst. Aber jetzt trotzdem, um auf die Unterkunft zurückzukommen, Sie sind dann in ein Hotel gegangen, wie hat das geheißen? Zum Faulen Heini. Das griechische Hotel zum Faulen Heini, was heißt das auf Deutsch, Frau Ingenieur? Das ist ja griechisch, nehme ich an. Astra. Ja, das Hotel zum Faulen Heini, auf Deutsch Astra. Und da sind Sie dann angekommen und sind einmal begrüßt worden mit einem Begrüßungscocktail, Herr Hure. Und der war schon ein bisschen schwierig, nicht? Ja, also das war halt, da war teilweise daneben gebatzt und der Strohhalm ist daneben gelegen, da hat man sich selber auspacken müssen. Und wenn man dann eh schon so verschwitzt ist und schon so lange im Flugzeug, hat man nicht mehr den Nerven, dass man dann da herumspielt und das aus dem Papier herausklebt. Und den Strohhalm. Ja. Nicht? Und es war dann sehr schwierig für den Herrn Hurey. Dann gehe ich aufs Zimmer und merke ich irgendwie so, und will meinen Koffer hinlegen und da ist das Bett irgendwie schief gestanden und muss ich das herumrücken, weil man eh verschwitzt ist und dann steht die Luft in dem Zimmer, weil es ja doch im Süden ist. Ja. Und dann war unter dem Bett so eine Schraube, die wo die beiden Hälften zusammenhält und da habe ich gesehen, das ist locker und jetzt habe ich dann mit meiner ganzen Reise gewandt, mit dem ganzen Dreck und dem Schweiß und da war ich schon, zu dem Zeitpunkt war ich schon 18 Stunden lang wach, das muss man sich vorstellen, im selben Gewand, habe geschwitzt, also wir waren müde und wollten mich hinlegen, ausruhen. Man muss dazu sagen, der Herr Hurey ist um 6 Uhr aufgestanden, ja, es war 24 Uhr mittlerweile. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden, eh schon früher, weil die bei uns im Haus gearbeitet haben und dann Lärm gemacht haben. Ich bin ja schon um 4 Uhr aufgewacht das erste Mal und dann habe ich wieder hingelegt, habe nicht schlafen können, weil wenn ich mal wach bin, kann ich eh so schlecht schlafen. Und da vorher, und ich weiß nicht, warum die Leute in der Nacht mit so einem quietschenden Reifen wegfahren müssen, was das denen bringt, weil wir gegenüber lokal immer für Ausländer sind. Ja, und natürlich. Ist auch oft, ja. Ja, und dann muss ich, und dann habe ich mit meinen eigenen beiden Händen die ganze Matratze auf ein Stück rausgehoben und habe versucht, irgendwie notdürftig mit einem einfachen Schraubenzieher das zusammen, das, und dann wissen sie, und dann da ist man da schon so matt und so fertig, dass mir war zum Heulen zumute. Ich war auf Urlaub im Hotel und ich habe mich dort hingesetzt und habe mir gedacht, na, das darf jetzt der wohl nicht wahr sein, die mag das alles nicht, die will das nicht, das reicht's mal. Ja, und der Herr Hurey hat nach all dem, was er erlebt hat, eigentlich nur eine schüchterne Frage gestellt an der Rezeption, nämlich ist es möglich, er fühlt sich sehr schlecht, ein bisschen eine psychologische Betreuung zu bekommen. Und nach diesen Erlebnissen, glaube ich, hatte auch das Recht dazu. Und aber die Reaktion des Hotelbesitzers war ein müdes Lächeln. Man hat ihn nicht einmal ernst genommen. Frau Ingenieur, wie kann ein Urlauber mit sowas umgehen? Wie kann man mit solchen Katastrophen fertig werden? Ja, da haben Sie jetzt halt eine ganze Reihe von Punkten angeführt. Ich möchte Sie der Reihe nach beantworten. Zunächst die Sache mit dem Strohhalm. Wir haben wieder sehr viele Herrschaften, weil Sie sagen, es war so mühsam, den auszupacken, wenn man eh schon so müde ist. Es gibt wieder andere, die sich darüber beschweren. Wir hatten das gleiche Service einmal mit unverpackten Strohhalmen und da haben sich manche Herrschaften darüber beklagt, dass die Strohhalme eben nicht verpackt waren und dass das unhygienisch sei, wenn die nur so neben dem Cocktail liegen. Also, das ist die Kehrseite der Medaille, dann haben wir eben, nicht? Das war so und ich habe prompt reagiert und angerufen den Herrn Kostas, der ja sozusagen der Hausherr im Hotel Astra ist, und gesagt, Herr Kostas, bitte packen Sie die Strohhalme ein, wenn wieder Gäste von uns kommen. Mhm. Und jetzt leider ist es im Gegenteil, was soll ich sie auspacken, wenn die Gäste kommen, wissen Sie? Wenn die Gäste kommen, die wollen die Halme verwenden. Ja, aber wenn die manche fühlen sich nicht wohl, wenn sie nicht gesehen haben, das war jetzt auch verpackt und ist erst für mich geöffnet worden. Dann lassen Sie es doch verpackt und wenn die Gäste kommen, soll es der Herr Costa auspacken. Das wäre eine Möglichkeit. Und das sieht man wieder mal. Da brauchen Sie mich als einfachen Laien, dass ich Ihnen sowas sage. Ja, aber ich glaube, es ist sehr wichtig und es ist auch ein Anliegen vom Projekt X unserer Sendung, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Menschen, zwischen denen eine riesige Kluft offenbart ist, dass wir diese Kluft verkleinern und dass wir Brücken bauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass uns das in diesem Punkt jetzt gelungen ist und ich lade Sie auch weiterhin ein,
spenden Sie bitte, spenden Sie für Projekt X unter der Kontennummer 2. Sie finden sie in jeder Bank beim Schalter gleich, sagen Sie nur dazu, alles Liebe. Ich sehe gerade einen Zettel, Bundespräsident Kestil hat gerade angerufen und er lässt uns schön grüßen vom Bundeskanzler Schüssel. Der Bundeskanzler geht gerade ins Bett, er hat noch einen Boogie-Woogie gespielt und möchte jetzt schlafen gehen. Es ist immerhin schon nach 12:30 und kann die Sendung nicht mehr bis zum Ende verfolgen. Und ich möchte mich jetzt ganz besonders bei Bundeskanzler Schüssel verabschieden und ihm eine ganz gute Nacht wünschen. Wir anderen hoffe ich, dass wir die noch bei uns zugeschalteten, dass wir noch miteinander... Aus der Schweiz und aus Deutschland. Ja, genau. Also auch die bitte noch dabei bleiben, es wird noch spannend, denn der Herr Hure hat noch einiges zu berichten von seinem Urlaub, denn wir sind erst beim ersten Tag bei der Ankunft, aber wie es ihm dann gegangen ist, als er das Meer gesehen hat, das war nicht so einfach und das hören wir jetzt gleich, nachdem Captain Sensible gesungen hat, nämlich Wood. Ich bin gerade noch von einem Anruf von einem Politiker, der nicht genannt werden will, darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich die Lässigkeit-Reden-Quote nicht erfüllt habe. Deshalb werde ich mich wieder bemühen. Wir sind hier in einem Working Progress bezüglich Urlaub machen. Urlaub, ist es noch cool? Ist es noch lässig, Urlaub zu machen? Und zwei Gäste sind hier bei mir. Einerseits die Frau Ingenieur Strohmeier. Auf der einen Seite, Frau Strohmeier, Sie sind ja eine Dame, die mit sehr viel Erfahrung ausgestattet ist, was Urlaub machen betrifft. Interessiert es die Leute eigentlich noch heutzutage oder tritt das Urlaub machen per se eher in den Hintergrund in unserem Raum? Nein. Also kann ich Ihnen ganz eindeutig mit einem Ja beantworten. Die Leute machen noch sehr gerne Urlaub. Ja. Was sind die Lieblingsurlaubsziele der Österreicherinnen und Österreicher derzeit? Also nach wie vor oder fast besser gesagt gerade wieder die Adria. Die Adria, ja. Ja, weil es doch im Auto zu erreichen ist und Wetter mehr oder weniger eine Sonnenscheingarantie vorhanden ist. Wird sehr gerne gebucht, aber auch der Neusiedlersee wird mehr und mehr beliebt. Mit seinem Wasser auch, wo man reingehen mit kann? Mit seinem Wasser. Und da sind auch Enten dann? Muss man auch sagen, dass Schwäne. Halt nach wie vor Griechenland und Bulgarien die großen tolle Ziele Highlights sind, nicht? Sind. Herr Hure, Sie haben ja nach Ihren Erfahrungen in Griechenland ein bisschen Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Wie haben Sie das gemacht? Also, ich habe mich mal eine Zeit lang sehr zurückgezogen und wollte eigentlich überhaupt nichts zu tun haben mehr mit Urlaub und mit anderen Menschen reden. Und wollte eigentlich Abstand gewinnen. Und dann habe ich eine Welttournee gemacht mit einer Hardrock-Band und habe ein Buch geschrieben. Ein Buch unter einem Pseudonym, glaube ich? Richtig. Also als Leo Lukas. Ja. Und das Buch heißt All Inclusive. Mhm. Und da verarbeiten Sie Ihre Erfahrungen im Urlaub? Ja, also da habe ich... Also quasi ein paar Satiren und auch echte Geschichten, also weil die besten Geschichten schreibt das Leben. Ja. Über Urlaub zusammengefasst und das Buch rausgebracht. Nicht? Das Buch kann man auch kaufen in die Buchhandlungen, wenn man Lust hat. Aber wie ich habe es zuerst angekündigt und ich will auch darauf zurückkommen und möchte Sie da auch ein bisschen festnageln, Herr Hure. Ja. Hure. Verzeihung, Hure. Sie waren dann am fünften Tag, glaube ich, haben Sie dann das Hotelgelände verlassen erstmalig und sind, glaube ich, wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie zum Meer gekommen sind? Ich glaube, das war eine zweieinhalbstündige Autobusfahrt. Ja, richtig. Sie haben an und für sich gebucht gehabt für Urlaub am Strand, aber das Hotel war im Landesinneren eigentlich. Ja. Und Sie sind dann mit einem klapprigen Bus, wie Sie gesagt haben, zum Meer gefahren. Als Sie dann am Meer angekommen sind, welcher Blick hat sich da Ihnen geboten?
da war überhaupt kein Hotel am Meer. Also es war reine Natur. Da war einfach nur Strand und Gebüsch. Und so war versprochen, dass das Hotel direkt am Strand ist. Ja. Also. Es war auch versprochen, dass es ein Hotel mit Meerblick gibt. Ja. Und dass ein Supermarkt in der Nähe ist. Das war alles nicht. War einfach nur rein. Sie waren da ganz einsam in einer Bucht. Es war niemand da eigentlich. Sie waren ja auch. Sind Sie eigentlich mit der Familie auf Urlaub gefahren? Nein, mit meiner Frau nur. Nur mit Ihrer Frau? Mit der Drecks. Und die ist aber, glaube ich, an dem ersten Tag im Hotel geblieben und Sie waren dann an einem Strand in einer Bucht Mutterseelen. Ich bin alleine mit dem Bus gefahren. Nicht? Das müssen Sie sich vorstellen. Der Herr Hure ist in Griechenland, will am Strand, nicht? Muss sich da extra einen Bus kaufen? Der war ja auch nicht billig. Richtig. Sie haben sich einen Magirus-Deutz-Bus gekauft. Ja, dann Kredit aufnehmen müssen dafür. Ja, das war ja auch nicht leicht in Griechenland. Und dann sind Sie in 2,5 Stunden zum Strand gefahren. Ich habe noch einen Skiträger gekauft, die ich jetzt habe. Das Problem war aber, dass Sie natürlich auch keinen Plan gehabt haben. Und nach dieser 2,5 Stunden Fahrt sind Sie dann eben am Strand gestanden mit dem Bus. Nicht? Niemand war da. Das Benzin war auch schon weg aus dem Tank. Ja. Und dann sind Sie baden gegangen. Richtig. Ich bin ins Wasser gegangen. Frau Ingenieur Strohmeier, wie kann man diese Situation, wo der Urlauber so auf sich selbst gestellt ist, im Urlaubsort verbessern? Naja, ich möchte schon ein bisschen was dazu sagen, weil man sagt, Hotel mit Strand, es gibt beim Astra bitte sehr einen Strand, da ist, wenn Sie vor die Tür gehen und ungefähr 30 Meter nach rechts, ist so ein richtiges feines Sandband, wo man durchaus wie auf dem richtigen Strand Sand spielen kann. Ja, Sandburgen bauen wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Also da ist nichts falsch dran. Dieses Hotel liegt direkt am Strand. Also da gibt's keine Straße dazwischen, da kann man einfach hinspazieren, ist man in weniger als einer Minute ist man an diesem Strand. Und ist da auch ein Meer? Weil der Herr Dort Hure von Meerblick. Kein Meer. Nein, Meerblick ist natürlich schon, wenn Sie im Astra reingehen in die Lobby, haben Sie dieses schöne große Gemälde von Raffaretzky, wo die Raffaretzky, Ostsee, der große Kubist, der große Kubist, der gemeinsam mit Seychelles zu den großen Quaxanern zählt. Und dort ist dieses Bild von der Ostsee, wo die Wogen nur so auf und ab gehen. Das bewegt sich fast so energetisch. Hat die das Quaxaner gemalt. Waren ja auch diese Künstlergruppe damals im südlichen Böhmen, die ja als erste den Kubismus wieder aufgelöst haben, indem sie die Kanten abgeschliffen haben, nicht? Und dadurch waren sie auch imstande, die Meereswogen so originalgetreu darzustellen, nicht? Haben Sie gewusst, dass in Nordamerika bei den 5 großen Seen gibt es einen Indianerstamm, der heißt Huronen. Ja, vielleicht sind Sie ja mit denen verwandt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Glauben Sie nicht? Ich schaue ja nicht aus wie ein Indianer. Ja, haben Sie gewusst, dass der Steven Spielberg aus Spielberg kommt? Der ist ein Steirer eigentlich. Ja, ist ja wirklich ein Steirer, ne? Nur sind seine Verwandten vorher irgendwo in die russische Gegend gewandert, haben nur einen kurzen Abstecher gemacht. Ganz geschwind. Und da hat er das Steirisch verlernt, aber jetzt haben sie in Spielberg den Hauptplatz in Steven Spielberg-Platz umbenannt, was ich echt für eine recht liebe Idee halte eigentlich, nicht? Es gibt ja auch in Wien den Hugo-Wiener-Platz. Ja. Im schönen vierten Wiener Gemeindebezirk, nicht? Ja, der Hugo-Wiener-Platz, nicht? Ja. Weil auch Hugo-Wiener ursprünglich ja Wiener war, nicht? Ja, genau, so wie der Steven Spielberg Spielberger war. Richtig, ja. Also das ist ja wirklich auch... Das macht ja Sinn. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Herr Hure, was haben Sie gelernt aus den betrüblichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben letztes Jahr? Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert? Naja... Ich versuche halt immer, dass es besser wird, aber wenn es an einem, ich sage immer, wenn es am einen Ende besser wird, bricht es am anderen Ende auf. Das ist halt, ich krieg die Haut beim Arsch nicht zusammen, wie man sagt. Ne? Sie sind vom Pech verfolgt, nicht? Salopp ausgedrückt. Vom Pech verfolgt, ich meine, ich möchte mich wirklich nicht beklagen. Es gibt doch viele gute Sachen in meinem Leben. Was zum Beispiel? Ja, also ja, ich habe sicher nette Freunde auch. Und ja, wen?
nicht? Und da beginnt es nämlich meistens, und ich bohre da ganz bewusst rein, wenn man die Menschen, die so, und ich möchte Ihnen das jetzt nicht unterstellen, aber man sagt eben vielleicht was, ich nenne es einmal Klischee-mäßiges so dahin, ich habe nette Freunde und dadurch geht es mir nicht schlecht. Aber wenn man diese Aussagen ein bisschen näher beleuchtet, schaut es dann oft sehr traurig aus. Frau Ingenieur, was raten Sie einem Menschen, der desperat ist, einem Menschen, der enttäuscht ist vom Leben, nicht zuletzt durch einen Urlaub, den ihm Ihr Reisebüro vermittelt hat? Was raten Sie so einem Menschen, was die Verarbeitung dieser Erfahrungen betrifft? Naja, da habe ich keine Erfahrung, weil normalerweise die Leute, die mit schöner Weg auf Urlaub gehen, sehr, sehr zufrieden sind. Mhm. Da habe ich jetzt ein Pech, muss ich sagen, dass gerade im Radio eine Kunde von mir da ist, die sozusagen unzufrieden ist. Das ärgere ich mich jetzt fast ein bisschen drüber. Deshalb habe ich kein Rezept. Aber ich sage mal, natürlich stehe ich nicht hintan, zu sagen, gut, probieren wir es noch einmal, Herr Hure, und wenn Sie wollen, können Sie noch einmal ins Hotel zum Herrn Kostas, und zwar auf Einladung vom Büro Schöner Weg. Also das ist aber jetzt ein wirklich schöner Vorschlag, muss man sagen, nicht? Ja. Und Sie sind sozusagen einen ganzen Tag lang mit Rundumprogramm eingeladen. Nicht? Das ist aber nett. Also was heißt Rundumprogramm? Ja, mit Spaziergang? Mit Strandbesuch. Ja. Und Spaziergang und auch Benutzung des Seminarraums. Inklusive Filzstifte, Und Flipchart. Buntstift und Block. Flipchart ist dann wahrscheinlich extra, nicht? Flipchart ist noch nicht in Griechenland, weil die haben ja eine andere Schrift, mit der kann man nicht auf Flipchart schreiben. Flipchart sind das zum Beispiel die Hitparade für Heuschrecken, oder? Ja, richtig. Richtig. Das ist halt, deshalb haben sie die in Griechenland nicht, weil die dann immer wegspringen und dann sagen die, na, das braucht man nicht, da haben wir lieber unsere ganz normalen Papyrus. Papier. Ist angerissen. Also ich freue mich sehr, dass wir es wieder einmal geschafft haben, Menschen zusammenzubringen, Menschen glücklich zu machen. Der Herr Hure lächelt jetzt erstmalig wieder. Papyrus ist das Griechisch für Bürohengst wahrscheinlich, ne? Ja, ganz genau. Ja, so sagt man das. Meine Damen und Herren, es war sehr, sehr spannend. Es war sehr, sehr schön, dass wir diese Stunde miteinander plaudern konnten. Gerade habe ich noch einmal einen Anruf bekommen von Bundespräsident Kestil. Er ist gerade vom Bundeskanzler Schüssel angerufen worden, dass der Herr Bundeskanzler nicht schlafen konnte. Dr. Schüssel hat uns bis jetzt zugehört und deshalb wollen wir uns auch von ihm ganz besonders verabschieden. Aber ich danke Ihnen zunächst einmal, Frau Ingenieur Helga Strohmeier vom Reisebüro Schöner Weg. Und gern. Geschehen. Auf der anderen Seite natürlich auch beim Herrn Manfred Hure. Ja, danke, ich hätte nicht schlafen können. Ja, und vielen Dank auch, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Und liebe Grüße auch an Ihre Frau Drex Hure, dass sie sagte normal, müssen Sie schon immer zu Hause sein um 9 Uhr. Und ja, aber heute hat sie eine Ausnahme gemacht, noch einmal weil ich im Radio sein darf heute. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe, es geht Ihnen gut noch, auch über die ganze Nacht. Nicht? Das ist mir auch wichtig, wenn Sie schlafen, machen Sie besser die Augen zu, weil sonst ist es so hell, außer Sie drehen das Licht ab. Also wenn Sie das Licht abdrehen, können Sie ruhig die Augen offen haben, aber wenn Sie das Licht aufgedreht lassen, machen Sie sie zu, ist mein Tipp. Und jetzt wünsche ich Ihnen nur noch alles Liebe. Schlafen Sie gut. Träumen Sie süß. Von den sauren Gurken. Ihr hört Projekt X und ich bin der Klaus Gewartinger von der ERV. Tut mir leid.